Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo. Hier geht es einmal darum, was in den letzten Wochen mit dem Kanal los war, weil es ja beim Upload so ein paar Probleme gab, plus noch einen Ausblick auf die weiteren Projekte und wie ja, was da noch ansteht und wie es weitergeht mit den aktuellen Projekten. Erstmal zu der Sache letzte Woche. Ja genau, was letzten Wochen los war. Ich hatte da ein Feed gepostet. Ich hatte einen Hardware-Defekt, eine Festplatte hat sich verabschiedet. Da waren fertig gerenderte Folgen drauf, die ja dann verloren gegangen war, plus der Festplattenspeicher, der mir gefehlt hat. Und dadurch bin ich arg in Verzug gekommen, weil ich ja auch die Sachen nochmal neu bearbeiten musste, neu rendern musste und ich natürlich Ersatz für die Hardware beschaffen musste. Das hat alles ein bisschen gedauert. Auch die Hardware, die war nie so verfügbar, das, was ich haben wollte. Dadurch kam es halt, dass der Upload nicht mehr so weiterging, wie ihr das quasi sonst gewohnt wart. Ich habe dann nur noch das abgeloadet, was ich schon auf meinem Server hatte, was halt Portal 2, Bioshock und eine Folge Minecraft war und die Folgen, ein paar Folgen von der Speedhunter Map von Minecraft. Deswegen kamen nur die. Und nachdem die Hardware dann drauf war, ich habe mir dann noch was anderes geholt, eine neue Grafikkarte, ein bisschen Arbeitsspeicher, habe ich gleich genutzt, die Chance. Ja, muss ich dann natürlich auch wieder aufholen, das alles neu rendern etc. Und das hat halt Zeit gekostet, aber jetzt bin ich wieder im, ich sag mal, Soll. Und es wird wieder normal weitergehen. Das aber der Grund, warum halt die Videos da dann nicht mehr kamen, weil ja auch ein paar Kommentare bzw. auch PNs gekommen sind, was los war. Ich hatte ab daraus auch geschlossen, dass diesen Feed nie jeder mitgekriegt hat, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, dass so eine Information, die ja auch durchaus für meine Zuschauer und Abonnenten wichtig ist, dann irgendwie, dass ich die nie so quasi verbreiten kann, irgendwie, dass das auch wirklich registriert wird. Ich weiß da noch keine so richtige Lösung. Das Einzige, was mir eingefallen ist, was demnächst so oder so mal kommen wird, ist ein Facebook-Account. Der wird im Laufe der Woche dann noch mit ja, verlinkt sein auf meiner Seite. Dann werde ich versuchen, dann so Informationen dann natürlich auch darüber zu verbreiten. Allerdings halt auch versuchen, so allgemeine Sachen zu den Projekten. Mal schauen, wie das läuft. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Ansonsten werde ich weiter die Feeds noch versuchen zu nutzen. Halt, damit ihr da auf dem Laufenden oder damit ich euch auf dem Laufenden halten kann bei solchen Sachen. Noch dazu ist es natürlich auch für mich mehr Arbeit, wenn ich dann mehrmals die Sache erklären muss. Das dazu. Ach ja, des Weiteren ist mir auch aufgefallen, dass immer mal wieder Fragen, die unter Videos gestellt werden, dann auch von Zuschauern mit beantwortet werden, die das schon wissen. Das finde ich übrigens ganz super. Das ist ja ist super, finde ich gut. Freut mich, dass das so, dass das da gemacht wird in den Situationen. Das nimmt mir auf jeden Fall auch dann ein bisschen Arbeit mit ab. Das ist schön. Hier schon mal ein Lob da an diejenigen, die das gemacht haben. Finde ich super. Dann noch zu der Sache wegen den Kommentaren. Und zwar bin ich zweimal angesprochen worden, beziehungsweise wurde mir ein Angebot gemacht. Da ging es bei Minecraft um ein Texture Pack, beziehungsweise ja, rund um Texture Pack was zusammenzustellen, etc. Einmal war es, das weiß ich, der Gameplay JDK. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, dem ich da noch eine Antwort schuldig bin und das zweite, also der hatte mir eine PN geschrieben und das zweite war noch, war unter einem Videokommentar, wo ich da auch ein Angebot habe, aber ich weiß nicht mehr unter welchem Video das war, ich habe den Kommentar auch irgendwie noch nie wiedergefunden. Ich konnte da noch nicht drauf antworten, also wenn da sich jetzt jemand angesprochen fühlt, bitte einfach nochmal eine PN schreiben, dass da auch die Antwort kommt, vielleicht auch in der PN nochmal kurz mit dabei schreiben, unter welchem Kommentar das vielleicht, unter welchem Video das war, weil ich habe mich sehr gewundert, dass ich das nicht mehr gefunden habe. Nur, mir geht es darum, dass natürlich, wenn mir da jemand so ein Angebot macht, ich will das nicht einfach so im Sand verlaufen lassen, nach dem Motto, der kümmert sich nicht drum. Ich will da schon, dass da eine Antwort natürlich da auch kommt, wenn ich da sowas gibt. Allerdings soll das jetzt auch kein Aufruf sein, dass da mir da jetzt noch weitere Angebote quasi oder wie auch immer zu machen, weil diese ganze Sache da mit dem Texture Pack, das ist so, ich sag mal so im Hinterkopf irgendwas, da haben zurzeit halt andere Sachen noch Priorität. Das wollte ich nur noch mal kurz mit
erklären. So, das war's zu dieser Sache. Bei Per und Kommentaren bin ich natürlich jetzt auch im Verzug geraten. Ich bin da noch am Durchschauen, dass ich das jetzt alles noch geregelt bekomme, dass da auch die weiteren keine Antwort kriegen, falls jemand da was gepostet hat oder eine PN geschrieben hat und bis einschließlich komplett Donnerstag da irgendwie keine Antwort bekommen hat, also quasi Freitag da noch nichts hat, kann dann gerne nochmal entweder eine PN schreiben oder den Kommentar nochmal posten oder wie auch immer. Dann kann das halt sein, dass das durch die Lappen gegangen ist, dass ich das irgendwie übersehen habe, aber da einfach nochmal, wie gesagt, ab Freitag nochmal eine PN oder Dings schreiben, dass ihr da das auch so beantwortet bekommt. Gut, dann ist dieses Thema abgehakt. Dann kommen wir als nächstes zu den Projekten. Heute ist ja dann die Folge 100 von Minecraft hochgekommen. Minecraft war natürlich mit am stärksten betroffen von dieser ganzen Sache. Deswegen da natürlich etwas in Verzug, aber ist nicht so schlimm. Heute Folge 100. Die musste ich halt auch nochmal machen, weil die auch mit weg war. Und gestern beim Feiertag, ich habe es zeitlich einfach nie geschafft, auch weil natürlich Feiertag war und ich bei dem schönen Wetter noch was anderes mitgemacht habe. Heute ist aber gekommen, wo ich auch sehr gespannt bin auf eure Reaktion. Dann zu dem Minecraft-Let's Play generell. Der Name wird jetzt dann weiter fortgeführt mit Let's Play Minecraft, ganz normal. Die Folgen werden wieder 15 Minuten sein, das hatte ich aber auch schon ein paar Mal angekündigt in den, ich glaube, 90er Folgen. Dass ich da wieder drauf zurückkommen werde, eine Folge am Tag. Es kann immer mal sein, dass vielleicht aus irgendwelchen Anlässen oder wie auch immer, wenn sich's anbietet, auch mal zwei Folgen kommen werden. Da lege ich mich allerdings noch nie fest, wann und wie und brauche aber auch bitte nachgefragt werden. Ich mache das wirklich dann so, ich sag mal, freie Schnauze, wie mir das blöd gesagt halt gerade passt. Jetzt mal, ja doch, im Endeffekt. So, beim Format wird wieder auf 27p zurückgegangen, weil ich habe. Das hatte ich auch gesagt, dass ich das getestet habe mit Full HD und alles. Nur es ist auf Dauer, komme ich da in zu großem Verzug, was Upload angeht, weil die Dateien einfach zu groß wären für meine Internetanbindung. Und mit 1080p wäre schon mal zwei Folgen am Tag. Das wäre ein absolutes No-Go, würde ich nie im Leben schaffen. Ja, und des Weiteren, ich weiß gar nicht, was mich da damals geritten hat. Die Minecraft-Folgen sind jetzt in zwei Playlisten aufgeteilt, was totaler Blödsinn ist eigentlich. Also da werde ich jetzt auch noch die nächsten Tage eine Playlist, also alles in eine Playlist machen. Das soll euch nicht wundern, dass ich da so einiges hin und her schiebe. Da gibt es dann nur noch eine Playlist für dieses Projekt halt, für alle 100 Folgen, dass man die auch hintereinander anschauen kann, weil dieses Aufteilen in zwei Playlisten ist eigentlich Blödsinn. Das zu dem Haupt-Minecraft-Projekt, zu dem Let's Play, zu dem Speedhunter, zu der Jump-and-Run-Map. Da kommen jetzt, ich glaube, drei oder vier Parts noch, die so aufgenommen sind wie die anderen, also quasi ungeschnitten. Danach werde ich dazu wohl übergehen, dass ich, je nachdem wie es läuft, auch was rausschneide, weil aufgrund, wie gesagt, in dem Projekt sind ja nur 10-Minuten-Folgen, ist es auch so, dass es halt dann teilweise, glaube ich, zu viel ist, wenn ich da, was weiß ich, 15, 20 Mal an derselben Stelle halt irgendwie runterfall, und ihr nur sowas die ganze Zeit seht. Es wird nie so geschnitten, dass das dann aussieht, wie als ob ich da beim ersten Mal drüber gehe, das nie, aber wenn es zu groß, zu heftig wird, mit diesen Fails, dann werde ich da auf jeden Fall ein wenig schneiden, einfach damit das dann nicht zu viel wird, zu langweilig, weil das will man ja dann, man will ja schon sehen, dass es da vorangeht. Des Weiteren wird dann jetzt irgendwann noch, auch ohne festen Termin, eine Survival Map dann auch nochmal Let's Played. Da habe ich mich aber links noch nie festgelegt, wann das sein wird, wird aber auch kommen. Gut, damit Minecraft abgehakt. Bioshock läuft ganz normal weiter. Bis halt zum, ich sag mal, bitteren Ende. Ja, täglich eine Folge, da bleibt eigentlich alles beim gleich. Und dann habe ich seit gestern ein neues Projekt angefangen, und zwar Metro 2033. Ein Shooter, ja, Grusel-Shooter könnte man sagen, spielt im postapokalyptischen Moskau, beziehungsweise dort im Untergrund, in der, ja, Metro, U-Bahn, die die dort haben. Sehr, sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Was ich bis jetzt gespielt habe, eine richtig geile Atmosphäre und generell wirkt das Spiel, wie man immer so schön sagt, ist eine runde Sache. Also was ich bis jetzt so gespielt habe, gesehen habe, das ist einfach wirklich schön gemacht. Wirkt so, als ob man da genug Zeit hatte, das Spiel komplett fertig zu bauen oder fertig zu entwickeln, bevor es rauskam. Sehr schöne Sache, mir macht sehr viel Spaß und ich habe jetzt schon mich festgelegt, dass ich den, ich sag mal, Nachfolger Metro The Last Light kommt dieses Jahr noch raus. Das wird auch auf jeden Fall Let's Played. Da, wie gesagt, das neue Projekt fängt jetzt an. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr mögt. Mir macht es richtig Spaß, das zu spielen. Sehr schöne Sache. Ja, das war es auch soweit mit den Infos. Dann
bedanke ich mich natürlich noch bei allen Zuschauern und allen Abonnenten. Da wären es ja jetzt in den letzten Tagen auch wieder mehr. Mich freut das, freut generell jeder Zuschauer, egal ob er mich abonniert oder nicht. Bedanke ich mich natürlich auch nochmal bei allen, begrüße natürlich auch die neuen Abonnenten und ja, wünsche euch natürlich weiterhin noch gute Unterhaltung bei mir auf dem Kanal und wir hören uns dann im nächsten Video, beim nächsten Projekt, ganz wie ihr mögt und ich sag tschö mit Ö. Tschö, tschö.